Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade auf dem Weg zum Tierpark. Felix ist heute frei und da dachten wir, wir machen mal was als Familie und fahren in den Tierpark. Es ist auch richtig schönes Wetter, also es ist, schaut, wie viel Grad ist das? Was sagt das Auto? 17 sagt das Auto, aber wir sind ja auch unterwegs. Also bis jetzt 17 Grad, das ist schon richtig viel für 10 Uhr und genau, ist auch schön Sonne, wie ihr sehen könnt, und wir freuen uns riesig. Die Kleine liebt ja Tiere, also egal was, sie liebt Tiere und wir haben ja draußen bei uns auch total viele Hasen im Garten und da, ja, findet sie total toll. Und deswegen ist es genau das Richtige, dachten wir, und deswegen fahren wir jetzt mal in den Tierpark, mal schauen, wie ihr das gefällt. Genau, der hat bei uns auch wieder offen, also wegen Corona und so, aber wir sind trotzdem sehr gespannt, wie das da abläuft. Es ist im Wald, also ist jetzt nicht so wie so ein Zoo oder so, sondern es ist im Wald so ein, wie nennt man das? Ja, so ein... So ein Wildpark, ne? Wildpark, genau, das ist so, so ein Wildpark, also man geht halt so durch den Wald und dann ab und zu kommen halt so Gehege. Also, genau, wir fahren da jetzt eben hin und dann nehmen wir euch einfach so ein bisschen mit durch unseren Tag. Wir werden so ungefähr so bis 15 Uhr bleiben, weil wir nachher noch einen Termin haben. Und genau, deswegen, ja, bleiben wir so ein bisschen, je nachdem auch wie das da klappt und so, wie gesagt. Schauen einfach mal. Und dann wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Es ist jetzt auch schon Abend. Wir waren innerhalb von, glaube ich, 3 Stunden durch und sind dann auch noch nach Hause gefahren und genau, haben jetzt noch den Termin gehabt, was ich heute Morgen noch erzählt habe, und jetzt habe ich gerade gekocht für uns. Es gibt Reis, Tzatziki und ein bisschen Gyros
Und da freuen wir uns jetzt drauf. Der Papa war noch auf der Baustelle. Ja, nein, nein, nein. Oh. So, die Kleine geht jetzt gleich schlafen. Papa war auf der Baustelle. Hat jetzt aber auch Feierabend gemacht. Nasko ist auch hier. Dann essen wir jetzt schön und verbringen noch so ein bisschen die Zeit. Ne, Nassi? So, meine Lieben, und dann würde ich mich auch verabschieden für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi! Okay.